Halt weder gestorben noch am Leben. Die haben mir nichts fallen lassen. Und wir müssen auf jeden Fall den einen Wichser kontrollieren, den ich darunter geschossen habe. Ist auf jeden Fall von der Leiter gefallen. Ich weiß nur nicht, ob der gestorben ist. Okay. Wo ist Peter? Ich suche die Leiche von dem. Okay, ich komme mit. Die ist, wenn du vor dem Gebäude stehst, rechts an der Seite. Ich sehe die Leiter gar nicht. Doch, hier ist die Leiter. Na, hier ist die Leiter. Jetzt kann ich auch wieder laufen. Ja, wenn du vor dem Gebäude stehst, rechts. Moment, ich komme mit. Hier sind die Sachen. Ne, Moment. Das sind nicht alle. Ach, tatsächlich, das ist eine Leiter. Ich höre den. Aber der kann doch nicht in der kurzen Zeit schon irgendwie geheilt sein. Ich bin hier auch, ne? Ja, ich sehe dich da über den Platz laufen. Nein, ich bin nicht auf dem Platz. Dann sehe ich hoffentlich Dennis über den Platz laufen. Ich laufe nicht über den Platz. Irgendjemand ist gerade über den Platz gelaufen. Lol. Da ist einer mit einer Axt. Da oben? Ne, da oben. Hallo, 1995 habe ich getötet. Von nach oben, ich hoffe mal einfach, dass ich auf dem Weg nach oben nicht ummächtig werde. Ich habe keinen Schuss mehr. Okay, was ist das Problem? Ich muss wieder ins Haus rein. Ich habe Zombies hinter mir jetzt, weil ich den Typen erschossen habe, der hat eine Axt. Ich muss in das Haus rein. Ja, ich bin oben drauf. Ich bin auch oben drauf. Auf dem Haus? Ja. Nee. Also, ja, auf dem... Da, wo wir eben drin waren? Nee, auf dem Rathaus. Wo ist die Leiter? Das sieht nicht aus wie eine Leiter, das sieht aus wie ein Metallstreben. Ja, genau, wie so ein Rohr. Also nicht bei dem Eingang zu dem Haus, wo wir drin waren, sondern bei dem Zurückseite zum Park, da liegt einer, den hab ich erschossen. Oh, das ist knapp. Kommt da irgendwas hinterher? Weiß ich nicht. Das Problem ist, ich sehe die Leiche nicht, von dem den Dennis getötet hat. Ja, ich höre ihn nur. Wo seid ihr denn? Seid ihr immer noch hier oben? Hier ist ein Zombie oben. Ja, wir sind auf dem Rathaus drauf. Ja, ich auch. Da ist ein Zombie oben. Wie ist ein Zombie oben? Oh ja, Tatsache. Moment. Ich sehe den nicht. Ja, schön. Also ich bin so mega. Ich brauche auf jeden Fall ein Bloodpack, sonst würde ich im Laufe der Zeit sterben. Ich habe 3,8. Ich hab keinen Bruder, dein nächstes Ziel ist Krankenhaus. Gesundheit. Danke. Ja, ich hab 3800 HP habe ich noch und ich bin so schwarz-weiß, wenn ich nicht wüsste, wenn ich euren Namen nicht lesen könnte, würde ich euch teilweise nicht mal erkennen, weil ihr jetzt zum Beispiel verschwimmt Christian gerade oder der runterläuft, so krass mit seiner Umgebung, dass ich den nicht sehe. Ich sehe den nur, weil ich seinen Namen sehen kann. Das ist kranker Scheiß. Ja. Okay. Das Problem ist, können wir von hier oben die komischen Zombies abschießen? Hier liegt ein Check West Branch. Ja, guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, was das ist. Was liegt da? Open Check. Was hat jetzt mehr Behälter? Ah, man, das hat 6 von 6. Okay, das ist natürlich gay. Toll, dafür ist mein altes jetzt verschwunden, oder was? Vielleicht auf dich geschossen oder schießt du gerade, Peter? Ich schieße auf die Zombies, die da unten auf uns warten. Toll, jetzt ist mein Package weg. Jetzt habe ich meins in 2 verkleinert. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, und ich habe gar keine Makarov-Money mehr. Oh, das hilft. Ich habe gerade eine gute Idee. Okay, ich sollte vielleicht ein Stück weiter werfen. Hast du die jetzt quasi direkt... die ist direkt vor der Leiter! Gibt's nicht eine Alternativleiter? So wie das Ding hier beispielsweise. Weil die laufen wirklich dahin. Ja, hier, alternativ. Wäre ich direkt vor unserem Haus quasi. Ja, die bin ich ja auch hochgekommen. Achso. Ich hoffe jetzt auch mal, dass ich am Weg nach da unten nicht... Da sind tausende Zombies. Okay. Ich will da nicht runter. Ja, dann kommst du wieder hoch. Ja, machen wir. Also ich kann nicht mehr schießen, Peter kann nicht mehr schießen. Doch, ich habe noch meine Double Shotgun. Oh, jetzt regnet's auch noch. Aber ich glaube, ich habe noch Munition für einen von euch. Oder nicht? Doch.
Einmal 45er ACP. Ja, gibt die Christian. Habe ich am Boden. Ach, stimmt, genau. Da kommt ein Zombie hoch. Da kommt ein Zombie hoch, der ist jetzt oben. Wer tötet? Dennis, du oder ich? Ich kann nicht schießen. Ich töte. Wie viel Schuss hast du denn noch, Dennis? Ja, Sekunde, ich öffne jetzt sofort mein Magazin. Ich habe noch drei volle Magazine. Ja. Direkt daneben liegen die 45er ACPs. Oh, cool. Dann nimm die, dann hast, kannst du schon einmal combine. Kannst du das teilen. Und dann kriegst du noch ein zweites Mal, leg ich noch mal hin. Hier auf die Schräge. Einmal drop. Jetzt liegen hier noch mal welche. Dann kannst du auch noch mal combine, dann hast du zumindest zwei Magazine. Ja, oh man, nice, danke. Das sollte dann. Ja, mehr habe ich halt nicht. Ey, das erinnert mich irgendwie an die Situation beim Krankenhaus. Ich kann da unten nicht vernünftig hingucken, ey. Das ist so zu kurz. Ja, genau. Ich stand nämlich auch da oben drauf, konnte unten nicht hingucken und die Zombies wollten mich ficken. Und hier ist noch Chemical Light. Kann man das nicht vielleicht durch die Gegend schmeißen? Wie so ein Mongo. Da unten so viele, oder was? Da unten sind relativ viele für jemanden, der keine Waffe hat. Aber ich glaube, die andere Leiter ist jetzt wieder frei. Checken wir die mal ab. Ich gehe hier mal runter. Ja, das geht jetzt die kommen jetzt runter. Alle zu mir! Ja, die rennen ums Gebäude rum. Die haben dich halt anvisiert. Was für Noten? Die Frage ist, ob die halt anvisiert haben. Das heißt, wenn wir quasi runtergehen, könnte ich dann ums Gebäude crouchen und die absnacken? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt mal auf der anderen Seite runter und guck, was passiert. Nein, da bin ich gerade und geh runter. Hier ist keiner. Dann gehe ich wieder hoch. Oh fuck, da habe ich schon einen am Arsch. Ich frage mich, ob irgendwelche anderen Leute uns dabei beobachten. Abgesehen jetzt von unseren Zuschauern. Das kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber wieso kann ich nicht nach unten gucken? Ja, das ist eine gute Frage. Moment, ich habe aber eine gute Idee mit dem Schießen. Du kannst nicht vernünftig nach unten gucken, hast du gesagt, ne? Moment. Weißt du, wenn ich mich hier hinstelle, ganz hinten? Was ist denn, wenn ich mich direkt hinlege? Stehst du noch an der Leiter? Oh, fuck. Da komme ich jetzt auch runter. Dann versuche ich dir zu helfen. Nee, warte. Ich weiß nicht, ob ich gerade noch mehr angelockt habe. Weiß man nicht. Ich versuche mal die Leichen zu finden. Also runter? Peter, bist du auch schon wieder unten? Nee. Ich versuche es jetzt aber. Toll, bei der Leiche von dem einen klippt natürlich ein Zombie. Dann versuche ich jetzt auch runter. Da hat sich irgendjemand, glaube ich, hat was gebrochen. Kann das sein? Ich nicht. Ja. Jetzt wird nicht ohnmächtig. Du willst dich verarschen, wieso fällt der nicht um? Nicht ohnmächtig, während wir nicht auf der Leiter stehen. Das wird gebrochen. Mhm. Das zackt aber. Lol, der Spieler hier blutet ja noch. Was ist das denn? Ist voll scheiße, dass wir die Leiche von dem einen nicht finden. Ja, lass mich warten. Du kommst jetzt wahrscheinlich auch dann nicht mehr auf das Haus hoch, oder? Ja, ich würde sagen, das Beste ist, was wir machen. Das ist auf jeden Fall jetzt sofort zum Dingens gehen. Ich wollte gerade sagen, wir verschauen uns hier, wenn Peter läuft. Weil ich sehe halt echt gar nichts. Also ich kann wirklich keinen unterscheiden. Ich sehe nicht mal, ob eine Fackel brennt oder ein Zombie oder sonst was. Das ist echt, als wenn du... Setz deine Brille mal ab. Ohne Spaß. Und ich glaube, das ist noch scharf, was du dann siehst. Das ist echt krass. Achso, du meinst, du wartest hier irgendwo und ich versuche... Mit Christian halt, weil Christian hat sich ja gerade die Beine gebrochen, oder? Oh ja. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Ja, das heißt, wo bist du eigentlich, Christian? Ja, dann schickt er mich zu alleine los. Okay. Ja, Peter, du, an dir bleibt wieder alles kleben. Ja, dann ist Peter da und dann bleiben wir in dem Eckhaus. Oder kommst du... Wo bist du? Ne, genau, Christian. Da komme ich wenigstens zu dir. Warte. Nee, hier können wir nicht bleiben. Sollen wir wieder in ein Eckhaus rein? Du musst mir halt nur sagen, wo du überhaupt bist. Auf der Rückseite von dem Rathaus. Zum Platz hin. Ich komme da.
Genau. Ja, wir versuchen wieder ins Eckhaus zu kommen. Ja, ich sehe nämlich echt nichts. Entweder ins Eckhaus oder oben aufs Rathaus, mir ist das egal. Ey, du kommst mit deinem gebrochenen Bein nicht da hoch, du wirst auf dem Weg da hoch ohnmächtig. Oh, aber nein. Dann fällst du da runter, also ja, gehen wir ins Eckhaus. Eckhaus. Ja, Moment, wo ist das Eckhaus? Hier. Ja. Hast du sogar besser als wenn Peter jetzt da rumchillen müsste. Ich bin mal gespannt, was wir machen, wenn Peter nichts findet. Das dürfen wir nicht denken. Waren wir schon mal drin? Ja. Hier sind Makarov-Munis drin. Makarov hat aber keiner. Ich hab die. Ich brauch die auch dann gleich. Ja. Achso, völlig weggesnackt. Komisch. Willst du ein Screenshot davon machen, wie wenig ich gerade sehe? Kannst du doch mit Steam-Overlay. Oh Gott. Kannst du doch mit Steam-Overlay. Soll ich nach oben gehen? Wer war der da gelegen hat? Christian. Ich komme hier halt angerobbt. Soll ich hier nach oben gehen, Christian? Ja, ich komme gleich nach oben. Ich gehe nur mal gucken. Hast du ja gewonnen, weil ich hier noch kurz hier ein bisschen Speck war. Alles klar. Ja, ich hab sonst nichts zu tun. Oh oh. Peter macht halt jetzt, habe ich gehört. Peter wird jetzt getötet. Oder der Peter kriegt die Beine gebrochen. Das wäre am besten, weil ich kann die Treppe nicht hoch oben. Das ist ein Scherz jetzt, oder? Umgelaufen. Boah, ne, Christian, tu das doch nicht an. Boah, ich glaube, ich habe ja in dem Haus schon drin, ich habe auch 45 Arzt. Ich habe auch 45 Arzt. Aber nein, ich kann rückwärts da hoch. Das ist ein Scherz, oder? Oh mein Gott! Leute, du mieser Wack-User! Wieso denn Wack-User? Der stützt sich wahrscheinlich ab oder so. Keine Ahnung. Oh Leute, ich blute. Echt jetzt? Hast du mal ein Zeug dabei? Ja, ich benutze mich jetzt. Achso, davor kannst du dich aber hinknien, ja? Achso, okay. Was geht's denn gerade? Benutze dich schneller, du Arsch. Boah, verpiss dich da, du Zombie! Hey, jetzt knie ich auch. Oh geil, hier ist nochmal Makarov-Muni. Ich auch nochmal mit für Peter. Was hatte ich dir nochmal gesagt, was dieser komische Status war, wo die zwei Dinger so auseinandergezogen sind? Ja, genau. Das weiß ich nicht, aber das geht irgendwann, glaube ich, auch automatisch wieder weg. Ja, das geht irgendwann weg. Das war irgendwann mit nach 5 Minuten oder so, oder 15. Was war das denn nochmal? Ich leg mich jetzt hier in den Gang rein. Könntest du da weggehen? Nein, du kannst ja so gehen. Ne, also ich verteidige die. Also ich bin dick am Zittern. Weißt du, wie viele Zombies da gelegen haben, als der Spieler, als ich mit Peter rumgeballert habe? Da konntest du den Boden überhaupt nicht mehr sehen. Ich habe gerade einen Spieler gesehen. Ja, steck den weg. Ja, genau. Lauf schießend um mich rum, Peter. Oh oh. Ja. Mal nachladen. Alles klar. Ich bin ganz allein und hab ganz große Angst! Hör auf damit! Help! Help! Komm schon, hab ich was Gutes. Ein Blatt back. Okay. Und eine Morphinspritze brauchen wir auf jeden Fall. Ja, okay. Ich hab nur ein Blatt back. Tja. Du kannst nicht zurückkommen, bevor du keine Morphin hast, ist dir bewusst, wa? Ich sehe den anderen Spieler da hinten und ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ja, snack den weg. Ich kann dir auf die Entfernung den nicht absnacken. Wie viel Schuss hast du noch? 5. Dann Sniper mit der Makarov. Ganz ehrlich, wenn man hier so in dem Schutz und im Haus steht, kann man da echt gut drüber reden. Ja. Lass ich alle verrecken. Oder fragst du, ob ich tauschen will? Weißt du, ich finde das echt ein bisschen kacke, Christian, dass du nicht im Gang liegst und mit in die Richtung Treppe guckst, falls einer hochkommt. Ja, aber ich brauche keine Zeit zu. Ich muss mit dem Wohnung laufen! Also, wenn da jetzt jemand hochkommt, ja, dann schieße ich dir vorher noch eine Kugel in den Kopf, bevor ich dem eine gebe. Was sagst du? Nix. Okay. Ich hab gesagt, wenn da einer hochkommt, hoffentlich schießt er dir keine Kugel in den Kopf. Ja. Hoffen wir mal. Was ist denn jetzt geiles Snacken geholt? Weiß ich nicht. Doch, mach Werbung. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich mach schon, muss ich gucken, gell.
Soll wieder aufstellen? Ja, lass mich hier ruhig alleine. Peter hat den einfachsten Job, ey.